Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2, heute mit diesen Themen. Nullsumme. Wegen eines gravierenden Zahlenfehlers ist der Budgetbeschluss am Abend in letzter Minute geplatzt. Was genau passiert ist, erklärt uns Martin Thür live vor dem Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg. Neustart, zwei Wochen nach den Lokalen öffnen morgen wieder die Hotels in Österreich. Über diesen Öffnungsschritt und die, die noch fehlen, spreche ich live mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Wege aus der Krise. Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen ihren Job verloren. Einige haben durch die Krise neue Chancen bekommen. Welche, schauen wir uns heute an. Es war ein lauter Tag heute im Nationalrat und er wurde im Verlauf immer noch lauter. Geendet hat er mit einer riesigen Panne. Das erste Budget der türkis-grünen Bundesregierung wurde, wie schon in den Vortagen, hitzig debattiert. Aber alle Zeichen standen auf einen reibungslosen Beschluss unter Protest der Opposition eben. Aber dann entdeckte SPÖ-Budgetsprecher Kajan Kreiner einen Zahlenfehler. Wäre der Antrag zum Budgetfinanzgesetz durchgegangen, dann hätten die Abgeordneten von ÖVP und Grünen nicht eine Auszahlungsobergrenze von 102 Milliarden, sondern von lediglich 102.000 Euro beschlossen. Regina Pöll mit der ganzen Geschichte. Es geht um einen, aus unserer Sicht, um einen formalen Fehler, der passiert ist. Und daher wäre es auch möglich gewesen, das in kurzer Zeit zu reparieren. Das hat es noch nie gegeben. Ein Budget kippt wenige Minuten vor der Abstimmung. Es ist der erste türkis-grüne Haushaltsplan, hätte ein Prestigeprojekt sein sollen. Aber kleine Ursache, große Wirkung. Der Abänderungsantrag, den Finanzminister Blümel höchst kurzfristig bereitgestellt hat, er ist fehlerhaft, sagt SPÖ-Abgeordneter Kreiner. Glaubt wahrscheinlich, dass jetzt gerade beschlossen wurde in zweiter Lesung, dass die Auszahlungsgrenzen für das Budget 102.389.239.000 betragen. Ich habe eine schlechte Nachricht, auch für die ganzen Kollegen auf der Regierungsbank. Durch seinen Abänderungsantrag ist jetzt gerade beschlossen worden, dass die Auszahlungsobergrenzen für das Budget 102.389,24 Cent sind. Im Antrag fehlt die Angabe in Millionen. Der Abänderungsantrag hat schon davor für großen Unmut bei der Opposition gesorgt, die ihn von Blümel quasi über Nacht bekommen hat, gestern kurz vor Mitternacht. Dabei haben SPÖ, FPÖ und NEOS angesichts der Corona-Krise schon Anfang Mai auf Änderungen gedrängt. Jetzt hat Blümel seinen Voranschlag um die Covid-Ausgaben ergänzt. Mit den Korrekturen bis morgen wird es im Detail dann so ausschauen. Statt wie vor der Krise mit 82,4 Milliarden Euro rechnet der Minister nun mit Ausgaben von 102,4 Milliarden. Ergänzt also um 20 Milliarden für Covid-19-Fonds. Dazu kommt die Ermächtigung, die Ausgaben um weitere 8 Milliarden Euro zu überziehen. Die Einnahmen belässt Blümel bei 81,8 Milliarden Euro, wie vor der Krise. Macht ein Defizit von mindestens 20,6 Milliarden. Inhaltlich ein großer Aufreger für die Opposition. Während künftig bis zu 28 Milliarden Euro mehr Ausgaben budgetiert sind, von der Wirtschaft über Soziales bis zur Bildung, wurden die Einnahmen nicht nach unten korrigiert. Ist mit einem Wirtschaftsrückgang von zumindest 3% zu rechnen, eher mehr. Die Freiheitlichen stellen unter Tag sogar einen Misstrauensantrag gegen den Finanzminister, ohne Aussicht auf Erfolg, aber mit Zustimmung der SPÖ. Um es in Anlehnung an Sebastian Kant, Immanuel Kant zu sagen, so weit bin ich schon. Das budgetäre Ding an sich ist Ihrem Erkenntnishorizont verborgen geblieben. Als Kant seine Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, hat er keine Ablehnung der reinen Vernunft gemeint, sondern eine Erforschung der reinen Vernunft. Denn in dem Sinn lasse ich mich gerne kritisieren, genau hinzusehen, wo es substanzielle Herausforderungen gibt, die man ändern müsste. Der ÖVP-Klubobmann sagt im ZIB2-Interview, nach der Ergänzung um die Worte in Millionen Euro soll es schnell gehen. Immerhin bringe das Budget auch mehr Geld, etwa für Justiz oder Bildung. Daher brauchen wir dieses Budget auch und daher werden wir es auch morgen beschließen. Aber meine Frage war ja, können Sie ausschließen, dass da noch weitere Fehler zu finden sind? Es ist, wie es ist. Es fehlen diese drei Worte, die bereinigen wir morgen früh. Das Budget umfasst insgesamt mehr als 1500 Seiten und es wird gut und richtig sein, wenn wir es morgen auch beschließen.
Der Wunsch auch des Koalitionspartners war ja. Und ich würde jetzt auch dafür plädieren, dass wir in der Debatte weiter fortfahren. Das hat heute nicht stattgefunden. Morgen um 8.30 Uhr wird die Sitzung wieder aufgenommen. Ja, Martin Thür vor dem Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg. Kleiner Fehler, große Wirkung. Wie konnte denn das passieren? Das ganze Unglück hat in Wirklichkeit schon vor Wochen seinen Lauf genommen. Das Budget ging hier ja in den Nationalrat in einer alten Fassung, in einer Vor-Corona-Fassung. Das hat dann die Opposition sehr scharf kritisiert. Man hat gesagt, man könne ja nicht ein Budget beraten, das quasi Fantasie ist. Und das hat ja selbst der Finanzminister zugegeben, dass all diese Zahlen im Budget so nicht halten werden. Jetzt hat man dann aus dem Finanzministerium heute Abend oder heute in der Nacht einen Abänderungsantrag hier in den Nationalrat geschickt, wo man einige Zahlen nachgebessert hat. Man hat das ja auch im Beitrag gesehen. Und da ist eben dem Finanzministerium oder dem ÖVP-Club, der diesen Abänderungsantrag dann auch eingebracht hat, gemeinsam mit den Grünen, ein sehr entscheidender Fehler passiert. Nämlich man hat vier sehr entscheidende Worte vergessen, und zwar Beträge in Millionen Euro. Da gibt es eine Tabelle mit den Ausgaben und Einnahmen, sehr salopp gesagt. Und da hätten diese Worte oben dazugehört. Und so wurden eben aus 102 Milliarden 102.000 Euro. Das hätte zumindest laut Opposition schwere Probleme verursacht. Jedenfalls ist es ein Problem für die Koalition. Und der Nationalrat wird morgen früh nochmal zusammentreten und das dann ordentlich beschließen. Und das Budget wird dann, so wie es gedacht ist, morgen in der Früh beschlossen werden. Warum eigentlich erst morgen früh? Hätte man diese vier Worte nicht heute Abend noch einfügen können und die dritte Lesung dann gleich heute Abend machen? Ja, das wäre wahrscheinlich gegangen. Die ÖVP wollte das, die Opposition war da dagegen. Aber es ist jedenfalls im parlamentarischen Prozedere gar nicht so einfach. Zwischen der zweiten und der dritten Lesung, ein Gesetzwerdungsprozess im Nationalrat besteht ja aus drei Lesungen, hier noch Änderungen einzufügen. Da gibt es den Paragraph 74 der Geschäftsordnung. Das ist ein Paragraph, der wahrlich nicht so oft verwendet wird hier im Nationalrat. Den muss man da jetzt bemühen, um hier solche nicht gewollte Fehler in Gesetzen noch zu ändern. Den gräbt man jetzt aus, den bemüht man und dann fügt man morgen diese vier Worte noch ein und dann kann man das Gesetz beschließen. Ob das jetzt heute Abend oder morgen gegangen wäre, das kann man wahrscheinlich lange diskutieren. Aber die Änderung, die ist jedenfalls nötig. Vielen Dank, Martin Thür in der Wiener Innenstadt. Ja, morgen soll das Budget also beschlossen werden und morgen erfolgt dann auch der nächste Öffnungsschritt nach dem Lockdown in Österreich. Blicken wir noch einmal zurück auf die bereits erfolgten Lockerungen. Am 14. April haben kleine Geschäfte und Baumärkte den Anfang gemacht. Zwei Wochen später endeten dann die Ausgangsbeschränkungen. Größere Geschäfte, Friseure und Kosmetiksalons durften öffnen. Am 4. Mai waren die Maturantinnen und Maturanten die ersten zurück in den Schulen. Vor zwei Wochen hat die Gastronomie geöffnet, auch Tierparks können wieder besucht werden, wie auch Gottesdienste. Und seit 18. Mai werden die Schülerinnen und Schüler der ersten bis achten Schulstufen im Schichtbetrieb unterrichtet. Morgen erfolgt dann also der Neustart in Hotels, Schwimmbädern, Fitnessstudios und Kinos. Und ab 3. Juni beginnt auch der Unterricht ab der 9. Schulstufe, ebenfalls im Schichtbetrieb. Über das, was schon passiert ist, wie es passiert ist und was noch fehlt, spreche ich gleich mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Zuvor begleitet uns Sonja Sargmeister zur Hoteliersfamilie Wran nach Kärnten. Die ganze Familie war an Corona erkrankt. Angesteckt hat sie sich im eigenen Hotel in Lech. Nun sperren sie die Sommerhotels in Kärnten auf mit großen Hoffnungen. Familie Wran besitzt und betreibt Luxushotels in Lech am Arlberg und in Velden am Wörthersee. Die Wintersaison in Vorarlberg ist für sie abrupt zu Ende gegangen, wegen der Corona-Krise mit einem Verlust von mehr als 600.000 Euro. Dann haben wir einmal unsere Mitarbeiter informiert und haben versucht, das Hotel von 100 auf 0 runterzufahren. Wir haben das Hotel außer Betrieb genommen. Dann der nächste Schlag, Verdacht auf Corona. Als die Kärntner Hoteliersfamilie von Vorarlberg daheim in Velden am Wörthersee ankommt, fühlen sich alle krank. Die Tochter hat dann schon 14:50 angerufen. Und sagt, irgendwie stimmt mit meiner Mutter was nicht, beziehungsweise mit meinem Freund. Wir vier, also die Tochter mit ihrem Lebenspartner, ja, wir hatten es. Zwei Monate später sind alle wieder gesund. Doch die Nervosität steigt vor der Eröffnung ihres Hotels in Velden. Man will Fehler vermeiden und nimmt sich vor, dass man halt mehr auf sich schaut und dass man halt vielleicht, wenn man kleine Symptome hat, sich sofort zurückzieht. Das hat ja niemand bis jetzt gemacht.
Die Buchungslage in Luxushotels ist zu Pfingsten besser als erwartet. Österreicher haben Lust auf See und Sonne. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber jetzt in der umgekehrten Reihenfolge. Wir haben garantiert nicht mit einem derartigen Wiedererleben jetzt in dieser Corona-Krise damit gerechnet. Wir haben einen Ansturm von Buchungen erlebt, speziell von der österreichischen Seite her. Sorgen bereitet der deutsche Markt. Deutsche Gäste buchen und stornieren manchmal wieder, weil sie nicht sicher sind, ob sie problemlos reisen können. Die Pfingsttage werden zum Testlauf, ob der Tourismus wieder durchstarten kann. Wir arbeiten derzeit intensiv daran, alle Betriebe zu sensibilisieren, dass sie wirklich nicht in einen Alltag hineinfallen und womöglich gewisse Sicherheitsmaßnahmen schleifen lassen. Kärnten zählt zu den Bundesländern mit besonders wenigen Corona-Fällen. Der Wörthersee ist zudem eine der 5 österreichischen Corona-Testregionen für Tourismuspersonal. Ab Dienstag werden hier schrittweise alle Hotelmitarbeiter rund um den Wörthersee auf Corona getestet, um Risiko zu vermeiden. Hier am Wörthersee bereitet man sich derzeit auf einen Gästeansturm zu Pfingsten und im Sommer vor. Übers Jahr gerechnet wird man hier aber dennoch mit einem Umsatzminus aussteigen. Derzeit ist alles für einen guten Start in die Sommersaison vorbereitet. Nur noch wenige Stunden herrscht hier Stille am Wörthersee. Live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Minister, Sie haben den Kampf gegen das Virus immer wieder mit einem Marathon verglichen. Ein Marathonlauf erstreckt sich über 42 Kilometer und 195 Meter. Wo stehen wir denn im Moment? Kann man sehr schwer prognostizieren, aber ich schätze jetzt rein vom Gefühl her, wir sind bei der Halbzeit circa. Wir haben sehr, sehr gute erste Hälfte hinter uns. Wir haben diese riesigen Wachstumsdaten, die wir gehabt haben von Tag zu Tag, sind die Infektionszahlen ja in Österreich Mitte März von bis zu 30 bis zu 40, manchmal sogar an einzelnen Tagen um 55% gestiegen. Das konnten wir absenken auf deutlich unter 1% mittlerweile. Und auch die Öffnungsschritte, die wir bisher hatten, haben gut funktioniert. Wir haben keine Erhöhungen der Infektionsraten, aber wir müssen weiter sehr, sehr vorsichtig sein. Mir hat sehr gefallen, was im Beitrag der Vertreter der Kärntenwerbung und des Kärntentourismus formuliert hat. Nämlich jetzt nicht schlampig werden, jetzt nicht unvorsichtig werden, denn die letzten Kilometer auch beim Marathon sind die schwierigsten, die mühsamsten, die zähesten. Und wenn wir jetzt glauben würden, es ist schon gegessen, wir haben alles schon erreicht, dann würden wir uns sehr irren. Das Virus ist ein bisschen heimtückisch, nämlich es befällt auch Menschen, die dann keine Symptome haben. Das heißt, wo wir nicht sehen, wo wir selbst nicht merken, dass sie erkrankt sind, die aber trotzdem Träger des Virus sind. Und von daher kann es immer wieder zu Clusterbildungen, zu Ausbreitungen kommen, auf die wir dann sehr schnell reagieren müssen. Also jetzt mehr denn je Verantwortung zeigen und mitmachen, vorsichtig sein, Hygienemaßnahmen und den Mindestabstand sehr konsequent umsetzen. Schauen wir gleich dorthin, wo es mehr Fälle gibt. 674 Infizierte werden derzeit in Österreich gezählt. 62% dieser aktuell Infizierten stammen aus Wien. Braucht Wien also Hilfe, wie der Innenminister sagt, oder bahnt sich da ganz im Gegenteil ein Corona-Wahlkampf an? Nein, wir arbeiten sehr korrekt zusammen, gemeinsam mit Wien und Niederösterreich. Auch Niederösterreich ist ja betroffen von diesem Ausbreitungsbereich, der hier tatsächlich stattgefunden hat, in einem Feld, wo wir keine Symptome gesehen haben. Das heißt, die Behörden sind hier gut unterwegs gewesen, weil sie in einem Bereich getestet haben, wo keine Symptome waren. Und man muss sich vorstellen, bei diesen über 200 Fällen in Niederösterreich und Wien sind über 2/3 asymptomatische Patienten. Das heißt, sie haben keine Symptome und das ist das Heimtückische. Ich habe schon gesagt, wir arbeiten derzeit auch nicht nur mit den beiden Ländern und mit der AGES, unserem Fachinstitut in dem Bereich, hervorragend zusammen und wollen diesen Cluster begrenzen, aber auch mit dem Innenministerium. Die Zusammenarbeit funktioniert hier entgegen des medialen Eindrucks, der manchmal da sein mag und vielleicht parteipolitisch motiviert sein könnte. Wir arbeiten da bei der konkreten Begrenzung der Epidemie, der Pandemie in diesem Fall sehr, sehr gut und erfolgreich zusammen. Gut, Sie haben jetzt Infizierte ohne Symptome angesprochen. Es gibt aber auch Länder, in denen gibt es fast überhaupt keine Infizierten. Kärnten gehört dazu. 3 Infizierte werden da laut Daten Ihres Ministeriums derzeit ausgewiesen. Ist es vor diesem Hintergrund wirklich noch verhältnismäßig
verhältnismäßig, wenn 560.000 Menschen in diesem Bundesland und all jene, die ab morgen dorthin auf Urlaub fahren können, mit Mundschutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, in den Supermarkt gehen, wo immer sie ein öffentliches Gebäude betreten, diesen Mundschutz tragen müssen? Ich verstehe die Argumentation sehr gut. Ich habe auch den Landeshauptmann Kaiser mit seinem Vorschlag, dass es mehr Regionalisierung gibt, gut verstanden. Wir prüfen da auch seine Vorschläge und die Vorschläge der anderen Landeshauptleute Österreichs sehr intensiv und genau und werden da auch ein Paket vorlegen, wie wir denen entgegenkommen können und auch wie wir Vereinfachungen durchführen können. Aber ich warne wirklich davor, auch ein Bundesland ist keine Insel. Auch dort kann eingeschleppt werden und zwar jederzeit, tagtäglich. Und auch dort kann es Fälle geben, die eben asymptomatisch werden, die nicht sichtbar sind, dadurch nicht getestet werden, weil sie keine Symptome haben und dadurch auch keinen Zugang und Eingang in die Statistik finden. Ab morgen wird, wie gesagt, weiter gelockert. Nun ist es aber so, dass diese entsprechenden Verordnungen immer extrem knapp kommen. Morgen wird geöffnet. Gestern haben die Betroffenen erst erfahren, was wirklich auf sie zukommt. 37,5 Stunden davor, die Schwimmbäder, die Hotellerie, die Kinos waren so überrumpelt, dass sie überhaupt öffnen dürfen, dass sie jetzt gar nicht öffnen können, weil sie sagen, sie haben mit 1. Juli gerechnet, vom 29. Mai war nie die Rede. Warum strapaziert man dann die Nerven von so vielen Betroffenen, die eh schon so fertig sind mit den Nerven seit Wochen? Warum macht man das? Warum geht das nicht irgendwie mit deutlich mehr Vorlauf, dass es halt auch ein bisschen geschmeidiger ist? Verstehe ich auch gut. Bei den Kinos stimmt es wirklich. Bei den Kinos sind unsere Juristen und Juristinnen draufgekommen. Wir hätten ja geplant bei den Kinos, dass sie erst ab 1. Juli aufsperren. Und dann ist klar geworden, dass es damit ein Gleichbehandlungsproblem geben würde zu anderen kulturellen Veranstaltern, die ja bereits ab morgen für einen bestimmten Teilnehmerkreis von 100 Besuchern und Besucherinnen aufmachen dürfen. Deswegen haben wir das vorverlegt. Aber es ist natürlich kein Kinobetreiber gezwungen, diese Möglichkeit jetzt zu nutzen. Es kann auch in 2 Wochen geöffnet werden oder in 4 Wochen, wie es ihm oder ihr in das Unternehmenskonzept reinpasst. Die anderen Öffnungsschritte, Beherbergungsbetriebe oder auch die Frage der Freibäder, haben wir ja de facto seit einer Woche fertig. Die wurden auch mit den Betroffenen kommuniziert, besprochen im Detail, sind ja größtenteils auch Vorschläge aus der Branche, die hier aufgenommen wurden und umgesetzt wurden. Und die haben Sie seit Tagen auch auf der Homepage bei uns bereits gefunden. Nicht immer erschließt sich die Logik der Öffnungsschritte zur Gänze. Morgen dürfen alle Fitnessstudios in ganz Österreich öffnen. Schülerinnen und Schüler, die derzeit eh in einen Rumpfbetrieb nur in die Schulen gehen, die dürfen keinen Turnunterricht abhalten, obwohl die Klassen halbiert sind. Wenn Mädchen und Burschen getrennt turnen, dann noch einmal eine Halbierung stattfindet. Warum ist das so? Wieso kann man nicht die Schülerinnen und Schüler, jetzt wenn man eh merkt, es läuft ganz gut in der Schule, zumindest diese eine Turnstunde noch geben? Ja, das war eine Vorsichtsmaßnahme, die das Bildungsministerium, ich finde, sehr korrekt umgesetzt hat und geplant hat und auch positiv gemeint hat. Aber das ist ein Teil dessen, den wir uns in diesen Tagen sehr genau ansehen. Da geht es darum, dass es eine Vergleichbarkeit der einzelnen Maßnahmen gibt, eine Nachvollziehbarkeit. Wir wollen in manchen Bereichen vereinfachen deswegen sind wir derzeit in der Regierung und auch mit den Ländern in einem gemeinsamen Arbeitsprozess. Und ich gehe davon aus, dass wir da sehr zeitnah Vereinfachungen auf den Tisch legen werden, wo auch die Schulen betroffen sein könnten. Das heißt, es könnte sich in diesem Schuljahr noch etwas ändern diesbezüglich? Ich schließe das nicht aus, aber ich muss den Arbeitsprozess abwarten. Wir sind noch nicht fertig, aber wir werden das, sobald wir fertig gearbeitet haben und wir eine Einigung haben, werden wir das selbstverständlich sofort dann auch kommunizieren. Der nächste Öffnungsschritt, der wird wohl den Sommer und damit die Urlaubspläne der Österreicherinnen und Österreicher betreffen. Da warten schon alle auf Entscheidungen. Interessant, weil Sie haben ein Interview mit dem Magazin Biber gegeben und da haben Sie auf die Frage, in wie vielen Ländern wir heuer im Sommer Urlaub machen dürfen, geantwortet, in 4. In welchen denn? Geantwortet ist gut gesagt. Bei Biber kann man nur Zahlen zeigen und da muss man sehr, sehr schnell sein und man kann nicht so politikermäßig drum herumreden, wie wir das manchmal machen. Wie praktisch. Halt. Das ist praktisch und ist gut für die Journalistinnen und Journalisten. Und deswegen habe ich spontan 4 getippt. Das ist ein Interview, das vor 2 Wochen geführt wurde. Und das könnte es sein, aber ein
bisschen was ist noch offen. Das, was wir wissen, ist, dass wir am 15. Juni viele Grenzen rund um Österreich öffnen werden. Ich bin froh darüber, dass die Europäische Union sich da offensiv eingebracht hat. Ein Thema ist Slowenien, ein Thema ist Italien. Slowenien hat gute Zahlen, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da zu einer guten Lösung kommen. Und bei Italien ist es einfach schwierig, weil Italien in Summe sehr unterschiedliche Zahlen hat, eine sehr unterschiedliche Situation hat. Wenn man vergleicht, Sizilien hat sehr, sehr gute Zahlen. Es gibt auch andere Provinzen in Italien, die gut unterwegs sind. Es gibt aber, wie wir wissen, leider, und ich habe wirklich mitgelitten mit meinen Freundinnen und Freunden in Italien, Regionen, die noch sehr, sehr stark belastet sind. Das heißt, da werden wir in der Regierung nächste Woche an einem konkreten Lösungsergebnis arbeiten. Das sieht man in Italien ganz anders. Und wenn man auf die Zahlen schaut, dann sieht man auch kaum Unterschiede zu anderen Ländern. In der vergangenen Woche gab es in Italien etwa pro Tag zwischen 300 und 700 Neuinfektionen. In Deutschland waren es zwischen 280 und 700. Wo ist denn da der Unterschied? Genau das habe ich gesagt, dass wir Italien nicht im Durchschnitt sehen dürfen. Da steht Italien gar nicht so schlecht da und ist durchaus vergleichbar. Sie haben da korrekte Zahlen dargestellt. Aber innerhalb Italiens ist es eben sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Regionen, die sehr gut unterwegs sind, die wirklich Großes zustande gebracht haben, viele Verbesserungen geschafft haben. Und wir haben diese bekannten Krisenregionen rund um die Lombardei und vor allem die Lombardei selbst, die nach wie vor sehr belastet sind. Und mein Job ist es einfach, dass ich auf die Gesundheit achte und dass ich vorsichtig diese Schritte plane und mit den Regierungskollegen entsprechend vorsichtig auch abstimme. Bei uns steht der Gesundheitsschutz im Mittelpunkt. Ich bin froh darüber und das ist auch die Ursache, warum wir in Österreich wirklich sehr, sehr gut vergleichbar unterwegs sind. Deutschland, ganz kurz zum Schluss, erlaubt ab Mitte Juni wieder Reisen in 31 europäische Länder, unter anderem wohl in der gesamten Europäischen Union, auch in Großbritannien. Ist sowas in diesem Umfang aus österreichischer Sicht denkbar? Uns geht es zunächst einmal um die Nachbarländer. Die Nachbarländer haben zum großen Teil sehr gute Daten und da sehe ich keine großen Probleme. Der einzige Ausnahmefall ist eben ein Teil Italiens, aber wirklich nicht ganz Italien. Und wir werden das nächste Woche erfahren? Ja. Herr Minister, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Mehr als 100.000 Menschen sind in den USA an den Folgen von Corona-Infektionen gestorben. Die amerikanische Wirtschaft liegt da nieder, die Arbeitslosenzahlen sind auf Rekordhöhe. US-Präsident Donald Trump hat trotzdem auch noch Zeit für andere Probleme. Die Nachrichtenplattform Twitter hat nämlich zum ersten Mal eine Nachricht des US-Präsidenten einem Faktencheck unterworfen. Als Reaktion darauf will Trump jetzt per Verordnung neue Regeln für Online-Plattformen erlassen. Für den Herrn im Weißen Haus war es so etwas wie Majestätsbeleidigung. Am Dienstag behauptet Donald Trump auf Twitter, Briefwahl führe zu Betrug. So würden in Kalifornien, das von den oppositionellen Demokraten regiert wird, Unterlagen für die Briefwahl an alle und jeden verschickt. Twitter kennzeichnet diese Tweets daraufhin als irreführende und haltlose Behauptungen. Eine Premiere nach mehr als 52.000 von Donald Trump abgesetzten Tweets. Der Zorn des Präsidenten lässt nicht lange auf sich warten. Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Online-Plattformen würden konservative Stimmen und Ansichten totschweigen, empört sich Trump auf Twitter über Twitter. Unter dem Banner der Fairness kündigt Trump an, soziale Medien in die Schranken zu weisen. Er scheint eine Gesetzesregelung streichen lassen zu wollen, die bestimmt, dass Online-Dienste nicht für die von Nutzern veröffentlichten Inhalte haftbar gemacht werden können. Den Plattformen wird erlaubt, gegen bestimmte Inhalte oder Nutzer vorzugehen. Dieser rechtliche Schutz macht Facebook, Twitter, YouTube und Co. überhaupt erst möglich. Zieht Trump seine Ankündigung durch, dann werden die Gerichte bemüht werden. Und Trump müsste sich seinerseits den Vorwurf der Zensur gefallen lassen. Wenn der US-Präsident droht, soziale Medien zu schließen, wenn sie falsche Behauptungen thematisieren, dann ist das genau das, was US-Diplomaten an autoritären Staaten wie China, Russland oder Türkei kritisieren. Dabei ist Donald Trump ohne Twitter nicht vorstellbar. Er hat die Nachrichtenplattform zu einem Sprachrohr gemacht wie kein Spitzenpolitiker vor ihm. Verkürzte, zugespitzte Botschaften schnell und ungefiltert unters Volk zu bringen, das ist Donald Trumps Kommunikationsstil. Twitter dafür sein bevorzugtes Vehikel. Und bleibt es bis zur Stunde auch. Trump zwitschert wie eh und je. Not macht erfinderisch, sagt ein altes Sprichwort. In Zeiten von Corona gilt das für viele und für manche ganz besonders. Wir berichten gleich nach den Meldungen des Tages.
Die Auer startet am 15. Juni wieder ihren Linienflugbetrieb. Nach 3 Monaten Corona-bedingter Flugpause werden vorerst 26 Flughäfen in Europa angeflogen, außerdem Tel Aviv. An Bord müssen Passagiere und Personal einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Langstreckenflüge finden sich noch nicht im Flugplan. Freischaffende Künstlerinnen und Künstler sollen in der Corona-Krise ab Juli monatlich 1.000 Euro erhalten. Das gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer bekannt. Bis zu 6 Monate soll die Überbrückungshilfe aus einem eigens dafür geschaffenen Fonds ausbezahlt werden. 90 Millionen Euro stellt die Regierung für rund 15.000 Anspruchsberechtigte zur Verfügung. Trotz internationaler Kritik hat der chinesische Volkskongress grünes Licht für das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong gegeben. Damit wird der Weg frei für Eingriffe in die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Die US-Regierung hat Hongkong daraufhin aus Protest seinen Sonderstatus entzogen. Die deutsche Theater- und Filmschauspielerin Irm Herrmann ist 77-jährig gestorben. Sie war eine der großen Darstellerinnen von Regielegende Rainer Werner Fassbinder und im dramatischen Fach ebenso zu Hause wie in der Komödie, wie etwa in Papa Ante Portas von Loriot. Ich freue mich über deinen hübschen Anhänger. Der LASK ist vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga zu einem Abzug von 6 Punkten und einer Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt worden. Grund ist verbotenes Teamtraining trotz Corona-Bestimmungen. Die Linzer verlieren die Tabellenführung an Salzburg und kündigen Protest an. Von allen, die über Dreisat dabei waren, muss ich mich schon jetzt verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. Der Arbeitsplatz zu Hause, die Schule zu Hause, das Restaurant zu Hause, das Fitnessstudio zu Hause. Für uns alle war das wochenlang ganz plötzlich Realität. Und weil es wohl eine Zeit lang noch anders bleiben wird, boomen manche Geschäftszweige gegen den sonstigen Trend derzeit ganz besonders. Schauen wir uns am Schluss der Sendung noch an, wer die Krise wie nützen konnte. Fertigrasen ausrollen, Masken maßschneidern und Räder montieren. 3 Wege aus der Corona-Krise. In der Gartengestaltung hilft, dass viele Kunden heuer nicht verreisen werden und sich zu Hause erholen. Dabei war der wirtschaftliche Schaden zunächst enorm, sagt der Fachmann. Wir standen genau einen Tag vor der Frühlingseröffnung. Unsere Glashäuser, unsere Verkaufsflächen waren gesteckt voll mit Frühlingspflanzen, die wir dann dem ganzen Ort verschenkt haben. Inzwischen heißt es, Fertigrasen hier, ein neuer Naturpool da, wie bei diesem Auftrag in Teesdorf im Bezirk Baden. Es geht wieder stark aufwärts mit der Nachfrage. Unsere Techniker waren unterwegs, haben Planungen gemacht, haben Skizzen angefertigt und die Aufträge bekommen. Wir sind jetzt so voll, dass wir eigentlich den Sommer über schon ausgelastet komplett sind und die nächsten Aufträge erst für den Herbst annehmen können. Voll ausgelastet sind auch die Mechaniker in der Werkstatt des Fahrradhändlers und Ex-Rennfahrers Bernhard Kohl. Zuletzt hatte das Geschäft sogar untertags geschlossen und nur in den Abendstunden für Kunden geöffnet, weil man sonst nicht mehr hinterhergekommen wäre mit den vielen Bestellungen. Alle unsere Mitarbeiter, auch Verkäufer, schrauben die Kundenfahrräder, dass wir eigentlich die Qualität bieten können und auch die Kunden ihre gekauften Räder relativ zeitnah bei uns abholen können. Beim Zubehör liegt die Firma noch etwas hinten, bei den Fahrrädern trotz der 6-wöchigen Corona-bedingten Pause schon über den Umsätzen des Vorjahres. Wie es jetzt ausschaut, haben wir die Zahlen verdoppelt. Also so viel Zuspruch haben wir, seit wir geöffnet haben, seit 10 Jahren noch nicht erlebt. Schauplatzwechsel in die Textilwerkstatt XO in Wien-Josefstadt. Hier lassen Rekordumsätze noch auf sich warten. Aber der Inhaber und seine Mitarbeiter wollen die Krise als Chance nützen. Danke sehr. Sonst sind es hauptsächlich Änderungsarbeiten. Jetzt werden aus Hemdstoffen eben Masken geschneidert. Wir arbeiten immer mit Masken. Die Masken jetzt in dieser Situation ist ganz sehr wichtig. Für uns zuerst und für die anderen Leute. Und ja, das ist ohne Masken produzieren, wir arbeiten immer in Kurzarbeit. Aber bald soll es hier wieder Vollzeitarbeit sein, das Geschäft zieht an. Man kann auch den Stoff aussuchen und wir produzieren in den ganzen 2-3 Minuten eine Maske oder 2 Masken. Wegen der Schnellservice, subito, subito. Und wie sehen die Kundinnen und Kunden das aktuelle Angebot? Sie machen schöne Sachen, gute Handwerksarbeit und
Ja, also solche Masken sind natürlich was besonders Schönes. Ja, wir sind da eben in der Übergangszeit, nicht, mit den Corona und alles. Nicht. Ich habe mir gedacht, ich brauche nie ein E-Bike, aber ich gebe es nicht mehr her. Okay. Ich hoffe, zu Pfingsten können wir schon ordentlich die Sache benutzen und eben baden. Die Corona-Krise, in manchen Branchen gibt es auch wieder gute Aussichten. Von guten zu weniger guten Aussichten, nämlich der Wetterprognose für das Pfingstwochenende. Kühle, teilweise feuchte Luft kommt auch in den nächsten Tagen nach Österreich. Erst nach den Pfingstfeiertagen gehen die Temperaturen wieder etwas in die Höhe. Besonders von Salzburg ostwärts ist es morgen windig, kühl und unbeständig. Etwas freundlicher und eine Spur wärmer ist es im Westen und Süden. Am Samstag ziehen nur einzelne Schauer durch, aber es bleibt relativ kühl. Am Sonntag wird der Regen im Norden und Osten wieder häufiger. Unbeständig, aber etwas wärmer dürfte der Pfingstmontag werden. In UF2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin ECO und mit Dieter Bornemann. Spargelernte, Erdbeeren pflücken, Gurkeln klauben. Die Arbeit am Feld ist schwer. Die Erntehelfer aus dem Ausland, die bleiben aus. Österreicher sind trotz hoher Arbeitslosigkeit dafür kaum zu finden. Dann berichten wir über die Auflagen für Unternehmen, wenn sie staatliche Hilfsgelder haben wollen und warum in einigen Branchen noch immer nicht gearbeitet werden darf. Das alles jetzt gleich in ECO nach der ZIB 2. Danke, Dieter. Die ZIB-Nacht befasst sich heute mit den Verhandlungen um den Laudamotion-Standort in Wien und den Neustadter Auer in Wien. Zu Gast ist Unternehmenssprecherin Tanja Gruber. Die ZIB-Nacht beginnt um 23.09 Uhr in ORF 1 und die nächste ZIB 2 beginnt wie gewohnt um 22 Uhr morgen in ORF 2. Für heute noch einen guten Abend und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.